Hier ist wieder der Testmischel von YouTube. Ich hatte bereits schon ein Video hochgeladen, wie man GTA 5 für die Xbox 360 am besten installiert. Und heute habe ich wieder eine Info für euch. Und zwar haben Fans am heutigen Tag der Veröffentlichung des Spiels eine inaktive Karte von der Stadt Los Santos erstellt. Die Karte ist so ein wenig im Google Maps Style gemacht worden. Wenn ihr die linke Maustaste mal gedrückt haltet, könnt ihr die Karte bewegen. Mit dem Scroller könnt ihr dann reinzoomen. Dann gibt es noch interaktive Symbole. Oben ist eine Leiste dargestellt. Da könnt ihr die Sachen dann ein- oder ausblenden. Das schaut dann so aus. Bis jetzt ist es ja erst eine Alpha-Version der Karte, deswegen ist sie noch recht spärlich von der Befüllung her. Aber ich denke mal, im Laufe der Zeit kommen immer mehr Infos dazu. Den Link zu der Karte poste ich im Textfeld unter dem Video. Klickt da drauf, kommt ihr direkt hin. Das war wieder der Testmittel von YouTube und dann sage ich mal, bis zur nächsten GTA 5-Info.